Hallo Freunde, wer von euch hat bei der Arbeit keine Fehler gemacht? Leider ist dies unvermeidlich. Schließlich sind wir alle Menschen, keine Roboter. Im besten Fall werden solche Fehler von der Geschäftsleitung gesehen. Oft werden sie aber überhaupt nicht gemerkt. Wenn das Ergebnis seiner eigenen fehlgeschlagenen Arbeit auch noch mit seinen eigenen Augen sehen kann, ist es doppelt so seltsam. Ihr habt wahrscheinlich schon verstanden, dass wir heute über die seltsamsten architektonischen Lösungen sprechen werden. Was das ist, Fantasie kreativer Menschen oder reine Unprofessionalität, könnt ihr selbst entscheiden. Schaut euch in der Zwischenzeit diese Meisterwerke an. Los geht's! Je länger man sich dieses Foto anschaut, desto mehr kommt man auf seltsame Gedanken. Vielleicht ist dieser Ort für einen Mann bestimmt, der gern seine Hände wäscht, oder für diejenigen, die keine Einsamkeit ausstehen können. Vielleicht wurde die Toilette einfach installiert, damit man sich darauf entspannen kann. Erinnert ihr euch an den Cartoon Roadrunner und Wile E. Coyote? Das ist wahrscheinlich der Lieblingscartoon der Künstler, die diese Wand gemalt haben. Was später passiert ist, habt ihr bestimmt schon verstanden. Am Ende musste das Gebilde doch noch übermalt werden. In der heutigen Welt, in der das Problem der Luftverschmutzung extrem akut ist, sind Radwege eine sehr coole Alternative. Geben Sie den Radfahrern den Weg, heißt es an der Elektrotafel. Nun eine aufrichtige Botschaft, die jedoch sich selbst widerspricht. Das ist einer dieser Fälle, die gleichzeitig lustig und traurig sind. Völlig unklar, was die Bauarbeiter machen wollten. Eine Treppe, die letztendlich keine Treppen bekommen hat, oder eine Rampe für Extremsportler. Normale Menschen werden dieses Ingenieurswunder bestimmt nicht brauchen. Einige Kinderrutschen sehen wirklich wie extreme Attraktionen aus, nicht wahr? Doch diese Konstruktion hat einfach alle Rekorde gebrochen. Kindern wird die Idee vielleicht gefallen. Wir hoffen aber, dass es während des Betriebs dieses originalen Spielplatzes niemand verletzt wurde und es dort ganz zufällig gelandet ist. Wir haben natürlich gesehen, wie Profisportler am schmalen Rand eines Radweges entlangfahren, können uns aber nicht vorstellen, dass es auch gewöhnliche Radfahrer beherrschen. Das haben sich die Ingenieure aber wahrscheinlich anders gedacht. Die Bepflanzung von Städten ist sicherlich eine sehr coole Sache, doch diese Bänke scheinen Menschen zu hassen. Bei einem Date tragen diese Pflanzen sicherlich nicht zu einer romantischen Atmosphäre bei. Einige Karussells rufen bei Kindern Übelkeit hervor. Die Macher dieser Schöpfung haben entschieden, dass man zur Vermeidung von Unfällen einfach nur einen Blick darauf werfen soll. Straßenbauarbeiter scheinen Radweg nicht wirklich zu mögen. Wie lässt sich dieses Meisterwerk sonst erklären? Jeder von uns hatte schon immer mal Misserfolg gehabt. Oh boy! Oh boy! Yeah, that's it! Oh, okay. Oh boy! What'd you do? Oh my god! Konnte zum Beispiel in der Schule eine Gleichung nicht lösen oder etwas bei der Arbeit nicht erledigen. Wenn Sie aber ein Architekt sind, kann man einfach nicht so tun, als wäre es so geplant. Es ist uns natürlich klar, dass ein unverglaster Balkon eine wenig genutzte Konstruktion ist, besonders an Orten mit Raumklima. Das ist doch aber schon eine Übertreibung. Jeder Büroangestellte sollte wissen, wo ein Hydrant installiert ist, selbst wenn man ihn überhaupt nicht brauchen wird. Bei solch einer Installation des Hydranten wird man ihn selbst in einer Notsituation nicht gebrauchen können. Habt ihr schon mal über einen Wohnmobil gehört? Normalerweise wird es in Verbindung mit Minivans und anderen Fahrzeugen verwendet, die mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Ja, oh ja. Au! Oh yes. Der Bauherr dieses Gebäudes hat es aber etwas falsch verstanden. Schaut euch jetzt diese Tür an und überlegt euch, wohin sie führen kann. Das Foto mag zwar lustig erscheinen, doch die Realität nicht wirklich. Wir glauben an das Beste und gehen davon aus, dass die Kinderrutsche gebaut wurde, als es hier noch keinen einzigen Baum gegeben hat. Doch selbst in diesem Fall könnte sie an einen geeigneteren Ort gebracht werden. Ein weiteres Rätsel von einem genialen Architekten. Was ist das? Ein bequemer Ausgang zum vorherigen Stockwerk für diejenigen, die Parkour lieben? Oder für diejenigen, die plötzlich einen tierischen Hunger bekommen haben und keine Zeit verschwenden möchten, um die Treppe herunterzugehen? Mehr fällt uns dabei nicht ein. Eine weitere Perle von Verkehrsingenieuren. Nicht nur, dass sie beschlossen haben, die armen Radfahrer gegen Fußgänger fahren zu lassen, sie haben auch noch ein Hindernisrennen veranstaltet. Vielleicht ist diese ungewöhnliche Garage ja gar keine Garage, sondern ein streng geheimer Hangar, in dem sich kein Auto, sondern ein Hubschrauber befindet. Oder werden da vielleicht fliegende Autos getestet?
Okay, es ist zwar klar, dass es sowohl große als auch kleine Menschen gibt. Diese geniale Konstruktion scheint aber niemandem zu passen, außer vielleicht Tieren. Was tut man nicht alles, wenn die Ladeanzeige des Smartphones 1% anzeigt? Man kann sich aber beim besten Willen nicht in den Spider-Man verwandeln, um an diese Steckdose zu gelangen. Der Balkon unten ist vielleicht dafür bestimmt, damit sich der Prinz, der sich auf den Weg nach seiner Rapunzel macht, ausruhen kann. Dennoch war es eine ziemlich undurchdachte Konstruktion. Es ist natürlich nicht so einfach, die Höhe eines Geldautomaten zu stimmen. Schließlich haben wir alle eine unterschiedliche Körpergröße. Das ist aber eindeutig zu wenig. Andererseits wird man es sich gut überlegen, ob man wirklich Geld abheben soll. Eine gute Sparmöglichkeit. Dies ist bei weitem nicht die schlechteste Lösung aus unserer heutigen Liste. Vielleicht wird dieser Basketballkorb eine großartige Motivation für unerfahrene Basketballspieler, um nicht den Korb zu verfehlen. Es gibt jedoch eine große Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet das obere Fenster getroffen wird, kann aber auch seine Vorteile haben, denn auch der Wohnungsbesitzer kann am Spiel teilnehmen. Das scheint ein Sonderangebot für faule Diebe zu sein. Keine Unannehmlichkeiten und keine körperlichen Anstrengungen mehr. Diese Treppe bringt euch direkt zum Ziel. Spaß beiseite, sowas sollte man nicht machen. Hier scheint etwas nicht zu passen. Da wird man sich sicherlich ärgern, wenn man die ganze Treppe hinter sich hat und dann das hier. Nun ist aber eine gute körperliche Anstrengung. Selbst das hat seine Vorteile. Jetzt erfahrt ihr, was der Ausdruck bis ans Limit gehen bedeutet. Früher habt ihr sicherlich etwas anderes darunter verstanden, das stellte sich aber einfach so heraus. Würde man in dieser Grube Chlorwasser hinzufügen, würde ein unterhaltsamer und improvisierter Mini-Wasserpark herauskommen. Wieso sollte man schließlich irgendwo hinfahren, wenn man direkt im eigenen Garten eine Wasserrutsche hat? Habt ihr jemals bemerkt, dass viele Helden beim Herausfahren aus der Garage ständig gegen irgendwas fahren? Man könnte denken, dass es an ihrer eigenen Ungeschicklichkeit liegt, doch bei solch einer genialen Anordnung von Strommasten ist es nicht allzu verwunderlich. Dieses Bild wirft viele Fragen auf. Man kann dabei zwar immer noch ein Smartphone aufladen, macht aber niemals, wirklich niemals das Wasser an, wenn ihr auf solch eine geniale Konstruktion stößt. Das bringt schwere Folgen mit sich. Den Designern dieser Küche hätte es sicherlich gut getan, ein paar Vorträge über die Sicherheitsgrundlagen anzuhören. Das ist genau der Fall, wenn ein einziges Element alles verändert. Interessant, was sich die Bauarbeiter dabei gedacht haben. Ist nicht schlimm, der Zug fährt einfach etwas seitlich vorbei. Naja, eine gar nicht so schlechte Idee. Jeder von euch hat sicherlich in der Kindheit von solch einer Leiter geträumt, um durch das Fenster vom Freund zu klettern und die ganze Nacht lang zusammen Videospiele zu spielen. Vielleicht wollte der Architekt dieses Gebäudes einfach nur seinen Kindheitstraum wahr werden lassen. Diese Anlage verdient eine besondere Aufmerksamkeit. Interessanterweise befindet sich das Werk direkt am Eingang in die Apotheke. Kommt man da hoch, wird man sicherlich etwas aus der Apotheke brauchen. Solltet ihr auf die Idee kommen, das Glas zu brechen, um an ein begehrtes Spielzeug zu kommen, habt ihr immer noch eine Ausrede dafür. Es brach Feuer aus und ihr wolltet auf den Alarmknopf drücken. Die einzige Erklärung könnte dafür sein, dass die Garage ausschließlich für Proben einer Rockband verwendet wird. An zukünftige Garagenbesitzer hätte man aber auch nachdenken können. Ist ja schließlich nicht 100%ig sicher, dass er auch ein Musiker sein wird. Vielleicht wird er ja den Wunsch haben, doch noch sein Auto in der Garage zu parken. Das ist aber nicht mehr lustig. Vielleicht verstehen die Bauarbeiter nicht ganz, wofür eine Rampe überhaupt gebaut wird. Eventuell halten sie sie für eine ungewöhnliche Rutsche oder eine Abfahrt für Transportkarren. Was auch immer sie sich dabei denken, eignet sich dieses architektonische Wunder für keinen dieser Zwecke. Das ist genau der Moment, wann das Schild Vorsichtsstufe eine direkte Bedeutung hat. Obwohl wir, um ehrlich zu sein, mehr als sicher sind, dass es in diesem Raum ein solches Schild nicht einmal gibt. Es bleibt zu hoffen, dass dies eine Hintertür ist und einen rein demonstrativen Zweck hat. Doch selbst wenn es so ist, ist der ästhetische Wert einer derart ausgeklügelten Lösung ziemlich zweifelhaft. Lasst uns die ungeschickteste Rampe aller Zeiten direkt zum Abwasserschacht bauen. Das haben sich wahrscheinlich die Bauarbeiter gedacht. Und dagegen muss man wirklich etwas unternehmen. Den Besitzer dieser Tür kann man verstehen. Wozu sollte man in das Treppenhaus gehen, wenn man direkt aus dem Fenster rausspringen und auf dem Boden landen kann? Hoppla! Und schon ist man auf der Straße und kann im Schlafanzug schnell eine Packung Milch kaufen. Ziemlich bequem. Das war's für heute. Bis bald!